Guten Tag, ich komme wegen Ihrer defekten Badung. Mein Vati ist Gaswasserinstallateur. So, pass mal auf. Du musst das Drehblatt immer ganz durch benutzen, ja? Und dann vorne anfassen, so anfassen, ja? Und dann müsstest du dir mal neue Säge. Gritz Vati bildet in der Werkstatt Lehrlinge aus, die auch einmal Gaswasserinstallateur werden wollen. Oft nimmt er sie auch zur Reparatur mit. Heute wird er noch in Gritz' Schule fahren. Geschichten erzählen von Freude und Fleiß. Geschichten erzählen, die noch keiner weiß. Fragt doch die Leute, fragt doch die Leute. Na, was machst du denn hier? Papa, willst du das gar nicht machen? Na sicher. Lässt du mich mal ran? Gehst wieder in deine Klasse, ja? Ja, gut. So, jetzt mal Wasser abstellen. So, dann machen wir das Becken erstmal ab. Mein Vati hat viele Werkzeuge. Eine Rohrzange. Ein Hammer. Das, was er in der Hand hält und aussieht wie Haare, ist Hanf. Da ist noch eine Säge. Ein Schraubenzieher und die Gewindeschneidmaschine. Das Rohr ist auch kaputt. Der Lehrling schneidet schon auf ein neues Rohr das Gewinde. Gritz Vati sägt das undichte Teil heraus. Hanf und Kipp, wer weiß das nicht, machen das Gewinde wasserdicht. Manchmal braucht Gritz Vati eine heiße Flamme. Hier erwärmt und weitet er ein Plasterrohr, um das Verbindungsstück zum Waschbecken wieder zu befestigen. Grit und alle anderen Schülerinnen können ihren Waschraum wieder benutzen. Da muss man bleiben, ne?